Wie geil ist das denn? Fahrt zum Media Day nach Downtown Phoenix. Das ist die Gurken-Kombo, mit der wir hier unterwegs sind. Natürlich ist der Kollege Jan Stecker auch dabei. Ui, ui. Ja? Kollege Hoffmann macht. Ist ein Spaßvogel übrigens am Steuer. Ist ein Spaßvogel. Das Schöne bei uns ist, wir haben Hoffmann und Hoffmann dabei. Ja? Am Steuer und daneben auch. Ja? Beide absolute Fachkräfte. Unterwegs für Sat1. Ja? Wie oft habe ich eigentlich Sat1 genannt in den letzten Folgen von Buschi TV? Das ist der Wahnsinn. Ja, Jan Stecker hat heute die Aufgabe, bei Media Day mit Vanessa Hupenkoten vom mexikanischen Fernsehen zu sprechen. Da ist er schon ganz hibbelig. Und, ich halte mich völlig raus. Ich sage nichts zu dem Namen Hupenkoten. nennen Sie einfach Vanessa. Ich nenne sie Hupe. Also, wir kümmern uns dagegen um Sportliche. Ich habe schon gesagt, wir werden versuchen, mit Sebastian Vollmer zu plaudern. Gucken uns mal den Wahnsinn um Jungs wie Richard Sherman, wie Tom Brady, Russell Wilson, Marshawn Lynch. Wie gesagt, bin sicher, er wird nicht sprechen. Das gucken wir uns alles mal an. Werden euch das dann zeigen und werden intensiv euch auf dem Laufenden halten, was Jan Stecker mit Vanessa Hupenkoten bei Media Day macht. Ich hole den Knoten aus den Hupen. Von der Hupenkoten. Jetzt geht's in eine Richtung, die ich haben möchte. Von daher, bis später. So, Freunde, jetzt sind wir in der Halle der Phoenix Suns, NBA-Halle, und hier findet der Media Day der NFL zum Super Bowl statt. Das ist der komplette Wahnsinn, wir gehen mal runter, das ist der komplette Irrsinn. Also da bekommt man schon mal einen Eindruck, was hier los ist. Und natürlich da, wo die meisten Kamerateams sind, da werden dann die Protagonisten sein. Ich tippe mal, da, wo sich alle positioniert haben, da wird gleich Tom Brady, der Quarterback der New England Patriots, Platz nehmen. Da könnte es relativ schwierig werden, ein Einzelinterview zu bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Also komm, gehen wir mal runter. Also so 2 bis 3 lokale TV-Stationen sollen sich hier angesagt haben. Viel mehr wird es nicht werden. Und überraschenderweise, wer hätte denn das gedacht, wird also der Quarterback der New England Patriots hier gleich auf dem Podium Platz nehmen. Da wird es eventuell auch um aufgepumpte und nicht richtig aufgepumpte Bälle gehen, das Riesenthema nach dem Erfolg, dem hohen Erfolg der Patriots gegen die Indianapolis Colts. Das ist ein Riesenbohai hier in den USA. Patriots sind Schummler. Robert Kraft, der Besitzer der Patriots, hat hier eine flammende Rede gehalten. Sie würden niemals schummeln. Bill Belichick und Tom Brady haben das auch immer wieder betont. Das mal so am Rande für die Spezialisten unter euch. Das wird ein großes Thema sein. Und ansonsten natürlich alles zum Super Bowl. So, und wir werden sehen, dass auch beim Coach, beim Head Coach, bei Bill Belichick, relativ viele Teams platziert sind. Aber wenn wir das mal vergleichen, natürlich deutlich weniger als bei Tom Brady, der seinen 4. Super Bowl gewinnen kann als Quarterback. Das ist immer was ganz Besonderes. Und hier wird also der Hoodie-Mann Bill Belichick nachher Platz nehmen, der Head Coach der New England Patriots. Dann ganz populär und deshalb auch schon mit einigen Kameras bestückt, Rob Gronkowski, der Tight End der New England Patriots. Wir zeigen euch nachher im Laufe dieses Schnitts auch noch, wenn die Jungs dann da sind. Aber ich finde keine einzelne Box für Sebastian Vollmer. Das habe ich mir fast gedacht. Der Deutsche, der im Super Bowl steht zum zweiten Mal. Diesmal wieder das Ding holen mit Brady und den Patriots. Also, da oben stehen dann die Jungs, die hier in Einzelboxen sitzen und von der internationalen und nationalen Presse hier in den USA interviewt werden. Wir werden dann nachher sicherlich auch noch einige bunte Paradiesvögel erleben, die sich hier verkleiden, um aufzufallen, um von der internationalen Presse auch mal interviewt zu werden. Das gibt's immer alles bei diesem Media Day. Das ist einfach ein Irrenhaus, aber sicherlich beeindruckende Bilder. Auch die Halle wird sich hier nachher füllen, weil auch immer viele Zuschauer dabei sind. Also es hat schon was und gleich mehr dazu. Und so sieht das aus, wenn die Protagonisten dann da sind. Das ist ein komplettes Irrenhaus hier. Ja, da kann man sich dann zum Abkühlen, kann man sich immer ein paar Eisdinger über die Rübe machen. Das lassen wir an dieser Stelle. Und ich versuche euch mal zu zeigen, dass Tom Brady wirklich da ist. Wir nehmen mal hier den Hintergang. Den Hintergang ist auch stark. Also, die Kollegen mit den Mikrofonangeln und Sascha Filmer, da sitzt er wirklich. Der Quarterback der New England Patriots, Tom Brady. Ich habe ja vorhin schon gesagt, natürlich mit Abstand am meisten Antrag.
zweiten Mal im Super Bowl. Beim ersten Mal hat es noch nicht geklappt. Wie groß ist jetzt der Hunger, der Ehrgeiz, es diesmal zu packen? Ja, ich glaube, der Ehrgeiz ist gleich. Ja, wie gesagt, leider hat es vor ein paar Jahren nicht geklappt. Ich hoffe, es sollte etwas besser. Ich würde auf jeden Fall durchspielen. Viele fragen sich, gibt es da eine Favoritenrolle? Sind es die Patriots oder ist es der Titelverteidiger, die Seahawks? Kann man das irgendwie sagen, wer da die Nase vorn hat? Ich ahne, was du jetzt sagen wirst. Ja, ich bin der Titelverteidiger. Da muss man das erstmal die Meisterschaft denen abnehmen. Von daher würde ich nur sagen, die stehen vorne dran. Kommst du das auch noch in irgendeiner Form mit, dass in Deutschland gar so eine Art kleines Football-Fieber ausgebrochen ist? Oder geht das komplett an dir vorbei? Oder kriegst du das durch die Familie transportiert? Ja, die Familie, vor allem mein Vater. Herr Werner wird am Sonntag bei uns als Experte im Studio sein. Da hast du ihm noch irgendwas mit auf den Weg zu geben? Ja, ich hoffe, dass er uns Glück wünscht und ja, dass wir es dann noch packen. Danke. Er war bei der Media Session der Seattle Seahawks für gefühlte 23 Sekunden. Dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Entweder gab es irgendeine blöde Frage oder aber er hatte generell keine Lust. Das ist bei ihm häufiger so. Er spricht ja nicht so gern. Also wir sind gerade rübermarschiert, da stand er schon wieder auf und ging, während die anderen gerade erst anfangen, sich warm zu reden. Aber das ist so eng hier. Das riecht streng, das ist anstrengend und deshalb soll es das von der Media Session der Seattle Seahawks gewesen sein. Der Wahnsinn geht weiter.